So, guten Abend, Pamarillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play. Heute habe ich mich mal mit dem Tim hier versammelt und wir machen mal ein bisschen Stress ohne Grund. Das heißt, ey, da hinten sind Abtrünnige. Hallo. Lass mal direkt hinlaufen. Sehr schön. Ich habe dabei den Scan und einen Heal mit Doping-Spritze. Ja, ich habe auch und Scan den und Heal. Deathlink. Und Deathlink, genau, das brauchen wir. Ja, wir gehen jetzt mal einfach mal. Also, entweder werden wir abtrünnig. Oder wir jagen Abtrünnige, eins von beiden. Deswegen wollen wir heute einfach mal ein bisschen auf die Fresse geben und uns mal so ein bisschen mit anderen messen. Ist ja viel zu selten hier in der Dark Zone. Unsere Kumpels laufen meistens rum und machen diese blöden Division-Tech-Kisten auf und farmen halt die NPCs und die Bosse, aber wir wollen heute mal ein bisschen Stress machen. Mal gucken, ob wir schon gut equipped sind. Ich kann euch mal zeigen, wie ich so ausgestattet bin. Ist nicht so der helle Wahnsinn. Aber ihr seht ja meine Stats. Ich habe eine Vector dabei. Boah. Mal gucken. So, weiter geht's. Ja, sie sind zwei Straßen weiter, nicht ganz so weit. Ja, nice. Ich hoffe, die sind nur lang genug abtrünnig. Hoffe ich auch, deswegen sollten wir uns beeilen und die dann natzen, wenn es geht. Wenn es geht. Wenn nicht, dann nicht. Da läuft schon hier vorne ein Radar sind sie, hinten, 120 Sekunden. Ja, nice. Ran an den Speck, würde ich sagen. Ich glaube, der geht nicht so weit. Oh je. Da sind sie. Wir haben Deathlink aktiviert. Alter, wer schießt mich da ab? Ach du Scheiße, ich habe irgendwas abgekriegt. Ich kann nicht mehr nachladen gerade. Wer ist down? Hab ich. So, ich hau noch einen Scan raus. Das ist ein Nadelöhr, Alter. Alter, ich hab den voll erwischt. Der läuft, der läuft, der läuft. Hier sind noch andere Spieler, also es kann halt sein, dass wir die halt selber anschießen, gell? Ja, da muss er aufpassen. Ich versuche hinten mal gerade einen zu erwischen wegen der Zeit. Ich glaube, der ist down, der ist fast down. Ah, der liegt. Haben. Ja, ja. Oh, Loot! Alter! Direkt mal fünf Sachen. Wobei, jetzt sind hier aber viele Spiele. Ja. Hinter uns sind auch Abtrünnige. Nee, das sind die, die gestorben sind. Achso, die werden noch angezeigt. Ja, ja, das ist irgendwie da ein bisschen. Da hinten sind noch gemacht. Zwei. Die müssen in grün oder in gelb angezeigt werden oder sowas. Der eine ist auch tot. Alter, noch mehr. Alter, ich bin schon voll. Ich brauch gleich eine Bergung. Alter, sind abtrünnig. Hä? Hast du angeschossen? Nee, jemand, die haben uns angeschossen. Fuck! Schieß, schieß, schieß! Verlassen des kontaminierten Gebiets. Immer drauf, immer drauf. Oh, gut, dass ich den Deathlink gerade reingehauen habe, ey. Sehr gut, Thomas, sehr gut. Sonst wär mal richtig genatzt gewesen. Schieß die mal gerade schnell an noch, wenn es geht. Die sind runtergelaufen. Die U-Bahn. Hier oben der eine. Ist down. Sehr schön. Gut gemacht, Junge. Gary Borland getötet. Okay. Ah, scheiße, die anderen, Zeit läuft ab bei denen. Ja, ja, die sind beide raus. Also der eine ist jetzt raus. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Das war's. Hier ist einer gestorben. Hier ist einer gestorben. Ja, nimm seinen Loot. Also ich würde mal gerade gerne eine Bergung halt rufen. Sollen wir mal kurz eine Bergung rufen gehen? Willst du direkt machen? Ja, bitte. Ich hab mal was markiert. Komm, wieder den Weg zurück. Also selber abtrünnig werden können wir natürlich auch machen, aber es sind momentan echt viele Spieler unterwegs. Ja. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Was aber nicht verkehrt ist, weil dann wird's ja interessant. Ja. Ich bin am überlegen, das Geschütz mit dem Stun reinzuhauen. Was hältst du davon? Nix. Lass lieber einen Scan und Heal. Das ist am besten für PvP. Erstens siehst du die Gegner und zweitens, Alter, was ist das für ein Spasti hier? Und zweitens, machst du halt übelst viel Schaden mit dem Scan. So, komm mit.
Steht da noch einer? Oh. So, gerade mein Zeug abgeben. Falls was Gelbes droppt, damit ich das noch aufheben kann. Können zwar was kaputt machen, aber will ich nicht. Absolut verständlich. Absolut. Ich sammle auch nicht mehr jeden Mist ein. Ich sortiere jetzt gleich erstmal aus. Ja, ich nochmal auch nicht. Aber ja, da lag halt so viel Zeug gerade auf dem Boden, das habe ich einfach aufgehoben. Gibt ja immerhin Mats. Und du musst doch all deine Mats weiterentwickeln, bevor der Patch rauskommt. Weil wenn der Patch kommt, bekommst du nur noch weniger aus dem Zeug raus. Genau, ja. So ist es! So, ich rufe schon mal eine Bergung hier oben. Hä, wo bist du? Du bist ganz woanders. Ich bin an der Tankstelle an der Bergung. Hä, du bist doch gerade das Gebäude hier hochgerannt. Nee, ich bin an der Tankstelle an der Bergung. Jetzt habe ich eine Bergung gerufen. Ist egal, ich komme gerade zu dir. Ja, okay. Hier sind ein paar Mobs. Sehr schön. Alter. So. Noch wer? Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Was liegt denn hier noch? Ah, Money. Da unten läuft einer. Wer ist denn das? Ach, ein Spieler. Sollen wir gleich holen? Eventuell. Ja, der ist weggelaufen. Also am besten ist natürlich immer, wenn wir irgendwo anders bei einer Bergung sind und versuchen, die Spieler gerade wegzumachen. Ah ja gut, wir sind DZ1. Ist ja wirklich ganz weit unten. Boah, ich dachte, das ist ein Spieler. Alter, das ist NPC. Aua. Boah, Schläger. So, da bin ich jetzt auch. Bringen uns um, da liegt der Gold richtig. So, und jetzt? Ein paar Sekündchen. Dann geht's Ründchen. Oh, hinten läuft wieder ein Abtrünniger rum. Ja, den holen wir uns gleich. Checken wir gerade die Lage, wo der ist. Teil ist da. Der ist komplett am Anfang im Abholbereich. 300 Meter ungefähr weg. Ja, dann los. Wir haben das Paket. Wir müssen nach links laufen. Nicht hier runter? Nee, hier bei mir und dann einmal durch und rechts. Du bist auch durch und rechts. Ja, Mann. Ganz genau. Hoffentlich kriegen wir. Ja, guck mal, direkt geradeaus. Sehr nice. Hoffentlich kriegen wir den. Geht ja richtig was ab hier heute Abend? Was haben wir denn für einen Wochentag? Es ist Donnerstag, heute ist kleiner Freitag, das sagt eigentlich schon alles. Ja, geil. Also 25 von 30, also ich kann noch 5 Sachen einsammeln. Ich sammle aber jetzt nur noch Gelbes ein, wenn ich was finde. Vito. Bei mir war es gestern so, jetzt da, wo wir hinrennen, waren gestern 3 Abtrünniger gewesen. Ich bin über die ganze Map gefolgt, ne? Bis die unten waren, da waren andere Spieler. Alle waren tot. Die hatten alles, was. Also jeder hatte was Gelbes fallen lassen. Da lagen 3 gelbe Items. Ich stehe 2 Meter daneben, will die aufsammeln. Anthony joint in meine Gruppe, Phasenverschiebung und alles war weg. Alter. Hat mich das geärgert. Da, 85 Sekunden. 89. Ich glaube, der hat jemanden gekillt. Sehr schön. Das ist wieder Daniel Graham. Den habe ich ja eben gekillt schon. Den habe ich eben umgemäht. Gizmo gleich tot. Scan ist raus. Scheiße, der läuft. Aufpassen, gell, wir können auch selber Abtrünnig werden. Ja, so wie der hier. Der ist tot. Sie haben einen abtrünnigen Agenten. Aha! Sollen wir die holen? So. Na, weiß ich, willst du jetzt hier schon? Hier ist der Spawn ziemlich in der Nähe. Ich wäre mir unsicher, wenn wir die jetzt holen. Ja, ich mir auch. Komm, wir lassen mal hier die Gruppe Typen hier killen.
Und dann will ich gerne mal Munition auffüllen gehen hier. Weil hier ist ja die, die Straßensperre. Wo wir durchgehen können. Ja. So, dann lass gerade Munition holen gehen. Hier kommt einer. David. Ne, wie heißt der? DJ? DJ Dave, okay. Soll mal was auflegen. Der kleine Mann! So. Alter, ich werde angeschossen. Komm raus, komm raus, komm raus. Ja, ich bin unterwegs. Der hängt an der Kiste, der hängt an der Kiste. Komme. Scheiße, ich bin abtrünnig geworden, Thomas. Ja, ich aber nicht. Backup aktiviert. System neu gebootet. Ich glaube, das war deren Freund. Ich habe den umgebracht. Komm mit zu dir. Wird mir noch hinterhergelaufen? Nee, nee, kommt keiner hinterher. Ja, das war nicht absichtlich, ey. Ich musste jetzt auch gerade mal meinen Deathlink raushauen. Ja, ich hab's in dem Dings gesehen. Auf einmal habe ich blau geleuchtet. Ja, da kam der Abtrünnige raus. Der hat, ich wollte gerade reingehen, Munition holen, gell? Direkt wurde ich abgeschossen, Deathlink rein. Dann wollte ich ihn selber abschießen und dann ist genau einer davor gelaufen, aber gut. Passiert ja, halt. Lass mal ein bisschen weiter da weggehen und dann killen wir gleich mal welche. Aber es ist halt immer besser, wenn man so in DZ4 oder 5 einkillt, oder 3 oder 4 einkillt und dann in DZ5, 6 läuft. Weil da hast du höhere Überlebenschancen. Weil da sind erstens nicht so viele Spieler und zweitens kannst du halt in die Mobs reinlaufen. Dann kommen die anderen schlechter hinterher. Da sind wieder Abtrünnige hinter uns. Ich gehe aufs Dach. Ich sehe nichts. Soll mal wieder zurück? Hinten. Ich glaube, das ist die Todesanzeige von gerade eben, Thomas. Nee, die ist gerade. Guck mal, das ploppt jedes Mal neu auf. Ja? Ja, da muss ein Abtrünniger sein. Da ist er. Daniel Graham wieder, 99. 94 Sekunden. Aber die anderen laufen dem hinterher. Alter, der hat mich gekillt. Alter, ich bin tot. Der hat, der hat gerade einen Heal reingehauen. Ich kann gerade aktuell nichts machen. Soll ich erstmal um den Block laufen? Ja, lauf mal ein bisschen weg von denen. Weil das ist eine Gruppe und einer von denen ist abtrünnig und die anderen stellen sich jetzt immer davor, weißt du? Die machen das ganz ausgeklügelt. Aber es gibt voll wenig Erfahrungspunkte, wenn man einen Abtrünnigen killt. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde, das sollte richtig viel geben. Je höher der ist, desto mehr sollte das geben eigentlich. So, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich sehe die Abtrünnigen hier. Ja, wir können jetzt versuchen. Scheiße, ich laufe jetzt direkt in eine Gruppe von Mobs rein. Ja, hier sind auch zwei, die jagen mit mir jetzt den Abtrünnigen. Ich komme wieder hoch zu dir. Ja, würde ich sagen, weiß, ich bin abtrünnig geworden. Ich habe keinen Deathlink aktiv, gell? Alter, wie viel Schaden machen die? Ich bin tot. Alter, wie viel Schaden machen die? Das ist, lass weg von dem gehen, wir kriegen den nicht. Weil jedes Mal, wenn du auf den drauf schießt, rennt einer dazwischen. Das kann, du kannst den gar nicht so viel Schaden machen, dass du den umnieten kannst. Vor allem, weil der immer wie heißt das nochmal? Also Überheal ist, weißt du? Dass er noch mehr Leben hat als standardmäßig. Ja, ja, genau. Die heilen den halt immer voll. Deswegen kannst du den eigentlich kaum killen. So, ich join mal wieder bei dir hin irgendwo. Bin jetzt wieder im Safe-Raum-Dings. Auf einem LKW. Was machst du denn da? Chillen? Chillen, Alter. Chillen? Ein bisschen, sagt man das heute noch? Heißt das nicht Harzen? Ja. Oder Chillaxen? Nee. Oder was sagt man sonst? Weiß ich nicht.
Pimmeln. Pimmeln. Das ist ja richtig oldschool. So, ich bin mal auf dem Weg zu dir jetzt hier. Da laufen noch ein paar Cleaners. Dabei sind die gar nicht so clean. Jürgen Klinsmann! Alter, leck mich doch im Sack. Das Enemy down. Oh, jetzt habe ich aber viel Punkte verloren. Dadurch, dass ich gerade als Abtrünniger gestorben bin. Aber so viel Punkte dazu gewinnen tut man nicht, ne? Ich würde sagen, lass mal, ja, DZ3 oder 4 ist das, diese eine Abholzone. Oben die große? Läuft auch. Sie, genau. Ja, lass einfach mal in die Richtung gehen, ein bisschen nach Norden, geht die Straße hoch. Also ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier oben auch irgendwo ein Abtrünniger. Ja. Oder das sind die? Ja, hier sind die. Ja, egal, wir gehen erstmal da hoch. Oh. Der ist explodized. So, mal alles umgewummt hier. Okay, gehen wir weiter. Zu zweit Abtrünnige jagen ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn das große Gruppen sind. Oder halt abtrünnig werden auch. Ja, aber das macht den Reizer jetzt auch aus, denke ich mal. Okay. Was gibt's denn hier? Gibt's irgendwas? Ich würde einfach mal sagen, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Hier ist ein Haus, vielleicht ist da ein Boss drin. Lass mal gucken. Ah, von dem habe ich ein gelbes Item bekommen. Weil hier wird auf jeden Fall lila angezeigt. Hier ist eine Kiste. Geil, blaue Handschuhe. Wer will sie nicht? Mach mal Scan bitte. Ob der Boss hier ist. Nee. Nur ein Schnipp. Na toll. Aber kein Boss. Lass hier hinten rausgehen. Jo. Oh, hier geht's nicht durch. Oh, hier geht was ab. Oh, cool. Ja. Achso, die sind Level 31. Ich dachte, warum hält er so viel aus? Och, komm schon. Ach, hier ist der Weihnachtsmarkt. Ah, hier sind wir. Also wir sind ja genau. Oh, hier steht ja noch einer. Eigentlich hin wollten. So, scan es raus. Scheiße. Ey, Division Tech ist hier. Geil, ein gelbes. Leo, schön. Och Mann, was ist mit dem? So. So, hier ist doch schön. So, mal gucken, ob der Boss. Warte mal hier. Hast du dich gerade geheilt? Ah ja. Okay. Ja, ja. Mal gucken, ob der Boss da ist. Ansonsten bin ich halt der Boss, ne? Weißt du Bescheid? Da stehen auf jeden Fall welche. Ein, nicht der Boss. Ja, der Boss ist da. Oh ja, Boss ist da. Oh, man. Alter, Alter. Oh, Nado. Nein! Oh, ich muss mich heilen. Alter. Knall sie ab. Bin dabei. La Cucaracha, la Cucaracha. Hä? Da, bei dir. Oh, da hinten ist noch irgendwo einer. Oh, zwei. Oh shit, ich hab kein Heal ready. Schiss, ich hab grad Heal gemacht. Vorne ist noch hier in der Luft von mir. Oh, hier kommt einer. So, ich hab Heal.
Alter, sind das viele! Ja genau, liegt mal den Penner da um. Yeah, wow. Lachs nochmal gestiegen. Geil, welcher bist du jetzt? 41 aktuell. So, ich hab Brandgeschosse und jetzt kommt er nochmal ins Scan. Falls wir den mal um. Ja, der ist down. Was ist das? Lass mal gucken, ob die Truhe da ist. Und Division Tags. Ich gehe mal gerade nach Division Tags gucken. Ja, Truhe ist nicht da. Sind da? Nee, auch nicht. Schade. Aber wir können uns ja einen Timer stellen. Nein, danke. So, ich habe irgendwo Abtrünnige gesehen auf der Karte. Ja, ich schätze aber mal, das werden die sein von gerade eben. Mhm. Ist halt die Frage, ob wir das riskieren oder. Warte mal, da ist was Gelbes irgendwo. Ah, Division Tech bestimmt Gelbes. Egal, geil. Hier. Geil, gelbes Division Tech. Ich müsste ja mal in Richtung irgendeinem anderen Safehouse gehen. Sollen wir mal oben in das Safehouse gehen? So, komm mal mit, da können wir noch durch das eine Haus durch. Und wenn wir irgendwo unterwegs irgendwen finden, dann können wir den noch umnieten. Aber ich habe halt nur noch 300 Schuss. 350, um genau zu sein. Ja, machen wir das. So, gehen wir mal hier durch. Wow, 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 hier geht's halt tief runter, Alter. So, gehen wir hier durch das Gebäude. Da müssen ja auch noch Mobs drin sein. Ja, ich schieße ihm in den Hinterkopf. Bam! Bam! Ich laufe dir erstmal durchs Bild. Ja, wie immer. Rüber da? Er meint Tim Rübach da. Romeo Head. Oh ja, Tim Rübach ist hier. Wer schießt denn da? Da hinten die Penner. Hola. Hallo. Hallo. Wer ist denn hier mal mit einladen? Wie einladen? Ja, mich. Oder in der Gruppe schreiben. Ja, wir machen Stress ohne Grund. Ja, und? Willst du mitmachen? Ja, dann komm rein. Hallo. Stress ohne Grund ist immer gesund. Hashtag wegholzen. I would them away. Holz die weg. So. Ja. Okay, lass mal hier ein Safehouse gerade Muni aufstocken. Und wir dann muss ich mal die Folge beenden hier gerade. Ne? Also, ist nämlich jetzt schon drüber. Aber den Nico müsste da vorne auch irgendwo sein. Kannst du mal was? So. Im Kampf kann ich Schutzraum nicht betreten. Wo bin ich denn im Kampf? Haben wir noch einen Mob übersehen irgendwo? Keine Bedrohung gefunden. Hä? Ist auch im Kampf. Ja, jetzt geht's. Nee, jetzt soll das klappen. Im Kampf kann der Schutzraum nicht betreten werden. Warte, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Probieren wir den anderen Eingang. Oder Ausgang, je nachdem, wo man steht. Im Kampf kann der Schutzraum nicht betreten werden. Ja, fick dich doch. Was ist denn hier los? Soll ich jetzt zurückgehen und einen Mob suchen oder was? Na klar. Ah, jetzt geht's. Ah, ist gerade weggegangen. Nice. Gut, Pamarillos. Bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter mit Stress ohne Grund. Dann zu dritt. Und bis dahin, stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.